Alles in der Schöpfung ist dem Reifeprozess unterworfen. Alles entwickelt sich. Nichts bleibt stehen. Wie schon Paulus sagte, die gesamte Kreatur harret der Erlösung. So auch der Mensch. Obschon die Krönung der Schöpfung, so ist diese Krönung aber gefallen und muss sich wieder aufpäppeln, bis er mindestens den Status wieder erreicht, den er bei seiner Schöpfung innehatte. Und so lass uns auf unser altes Thema zurückkommen, die Unterscheidung der drei Hauptreifegrade, also die Unterscheidung zwischen Tier- oder Drachenmenschen, Seelenmenschen und den Geistmenschen. Dieses Thema beinhaltet dessen Erklärung, dass man also entweder als Tier, als Seelen oder als Geistmensch geboren bzw. inkarniert wird. Und dass es nicht möglich ist, während diesem Erdenleben auf- oder abzusteigen. Zuerst folgen einige allgemeine Erläuterungen, bevor wir uns die einzelnen der drei Reifegrade im Detail ansehen. Ich bin angeschrieben worden, dass sowas weder in der Kirchenbibel noch in den Neuoffenbarungen zu lesen wäre. Darüber hinaus, so wurde argumentiert, stände jedem Menschen und nicht nur den Geistmenschen die Errettung offen. Alle hätten dieselbe Chance. Und so habe ich einen Post erhalten mit dem folgenden Inhalt. Lieber Hans, eine Frage habe ich an dich. Du sagst immer, dass ein Tiermensch niemals ein Geistmensch werden kann. Ich sehe mich in meinem alten Leben als Tiermensch. Ihn aber durch die Christusliebe zum Geistmenschen mutiert. Ich würde gerne nachlesen, wo ich das finde, dass der Aufstieg vom Tiermenschen zum Seelenmenschen oder sogar zum Geistmenschen nicht möglich ist. Denn nun bin ich ein Geistchrist, früher war ich ein böser Tiermensch. Deshalb würde ich das gerne irgendwo nachlesen. Und dann weiter unten hat er Folgendes nachgedoppelt. Deshalb ist es mir wichtig zu wissen, wo steht dass aus einem Tiermenschen kein Geistmensch werden kann. Du betonst das immer wieder, dann musst du es auch belegen können. Oder ist das auf deinem Boden gewachsen? Bin ich immer noch ein Tiermensch oder doch ein Geistchrist? Und können Geistchristen so böse sein, wie ich früher war? Oder bin ich noch ein Tiermensch, der sich dem Gottesgeist erschlichen hat? Also, ich hätte da schon gerne Klarheit. Ich denke, dass der Aufstieg jederzeit möglich ist. Ebenso der Abstieg. Wäre das nicht der Fall, wären alle Erdseelen verloren, da sie der Tiefe angehören. Darum nenne mir bitte eine Stelle, wo ich Klärung finde. Ja, weil dieses Thema derart wichtig ist, eben um die Menschen zu verstehen, warum sie so oder so agieren und reagieren, wollen wir das Thema bis in die Tiefe beleuchten. Ich ersuche den Zuhörer für einmal, alte Dogmen beiseite zu lassen, um das, was seit Jahrhunderten einförmig und papageienhaft gelehrt wird, zu hinterfragen und vielleicht auch eine andere Perspektive in Betracht ziehen. Also,
Unser Bruder sagt, wäre das nicht der Fall, wären alle Erdzellen verloren, da sie der Tiefe angehören. Darum nenne mir bitte eine Stelle, wo ich Klärung finde. Auf die Stellen, auf viele Stellen, Bibelstellen, Kirchenbibelstellen, kommen wir noch. Aber zuerst müssen wir die Frage erörtern, was heißt denn so eigentlich errettet und verloren? Von weitem gesehen hat des Bruders Argumentation absolut Hand und Fuß. Wenn es nicht diese elende Begriffsverwirrung gäbe, welche ihren Ursprung in der kirchlichen Lesart der Bibel hat. Machen wir einen kleinen Vergleich. Stellen wir uns einen Vater mit seinem Sohn vor, der in einer fremden Großstadt, in einem fremden Land ist und im Gedränge der Menschen in dieser riesigen neuen Stadt verliert der Vater sein Kind. Sein 5-jähriger Bub steht verlassen da, beginnt seinen Vater zu suchen und damit kommt er immer weiter vom Trennpunkt weg. Der Vater sucht den Sohn an einem Ort und der Sohn sucht den Vater an einem anderen Ort. Und so, was passiert mit diesem Sohn? Er ist verloren. Er ist orientierungslos. Und am Abend, wenn es Nacht wird, die beiden haben sich immer noch nicht, was passiert dann? Da wird der Sohn, der 5-jährige Junge, keine Sprache kennt, die Örtlichkeit nicht kennt, total verloren ist, da wird er in Panik ausbrechen. Und dieses Verlorensein hat den Ursprung darin, dass er die Hand des Vaters, die Führung des Vaters verloren hat. Er ist jetzt alleine in unbekannter Umgebung und weiß sich nicht zu helfen. Die Führung fehlt, der Vater fehlt. Das ist die Orientierungslosigkeit und deshalb die Verlorenheit. Wenn der Junge nun den Vater wiederfindet und seine Hand ergreift, die Führung des Vaters wieder hat und er nicht mehr aus sich selber angestellt ist, dann ist er errettet. Wenn also ein Mensch sich auf den persönlichen Beistand Christi im Alltag besinnt, dann ist er natürlich errettet. Und zwar ganz unabhängig, in welchem Reifegrad er sich befindet. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Wenn also ein Seelenmensch darauf ausgerichtet ist, dass er wirklich den Vater im Herzen haben möchte, dann ist er errettet. Ein Geistmensch aber, ich rede jetzt von einem Geistmenschen, nicht von einem Geistchristen, den Unterschied werden wir dann noch sehen, der aber aus sich selber bewusst ist und sagt, ja, ich brauche den Christus nicht, ich weiß ja schon alles, die Zusammenhänge, und ich komme da selber durch. Der ist aber verloren. Und darum hat es nichts zu tun, ob einer Seelenchrist ist oder ein Seelenmensch ist oder Geistmensch ist.
Er kann in beiden verloren oder errettet sein. Wenn jedoch ein Mensch meint, mit dem Tod sei alles aus, wird er logischerweise drüben im geistigen Reich, weil das Bewusstsein ja weiterlebt, orientierungslos sein, wenn er nicht bewusst diese Führung schon im Erdenleben in sich hat. Wird er orientierungslos sein, genauso wie dieses Kind in der Großstadt? Und das ist wohl nicht errettet. Diese Seele ist verloren. Weil er rechnet ja gar nicht damit, dass es weitergeht. Gerade die Kirchenchristen, die glauben, sie bekämen einen Seelenschlaf und werden dann auferweckt, irgend an einem jüngsten Tag, und sie seien dann an der Seite Gottes. Und dieses Unvorbereitetsein wird ein Schock sein, weil das Leben ganz klar nach dem Ablegen des Leibes weitergeht. Wir sehen, gerettet oder verloren sein kann also auf alle Reifestufen zutreffen. Ein Geistmensch, der keine persönliche Beziehung, und ich wiederhole mich damit, zum innenlebenden Christus hat, wird ebenso alleine und orientierungslos dastehen wie ein Seelen- oder eben ein Tiermensch. Wenn wir uns fragen, ob alle Menschen dieselbe Chance haben, in dieser Inkarnation erweckt zu werden, also den Geist zu erwecken, wie unser Bruder der Meinung ist, das lautet die Antwort ganz entschieden nein. Wir kommen noch darauf zurück. Wenn wir aber fragen, ob alle Seelen dieselben Chance haben, erweckt zu werden und damit Kinder Gottes zu werden, dann lautet die Antwort ganz klar ja. Also noch einmal, nicht alle Menschen haben die gleiche Chance, aber alle Seelen haben dieselbe Chance. Das dürfte jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirren, aber es kommt schon noch gut. Und so möchte ich mal den Menschen als Inkarnation im Erdenleben definieren, mit Leib, Seele und Geist. Als Seele meine ich das geschaffene, bewusste und ewige Sein als individuelle Intelligenz. Diese Sichtweise legt nun nahe, dass das Rad der Wiedergeburt, wie es einst in der Kirchenbibel stand und heute noch, jedoch entstellt im Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 9, erwähnt, jedoch in allen deutschen Übersetzungen ganz verschieden definiert ist. Nun, diese Sichtweise legt also nahe, dass die Seele nicht nur einmal Mensch ist. Ein Mensch aber nur einmal auf dieser Erde lebt und stirbt, weil der Leib, der die Seele ja zum Menschen macht, dann zerfällt und aufgelöst wird. Der Mensch bei der ersten Inkarnation aufgrund der Naturseelenentwicklung als noch ein einfacher Tiermensch bekommt auch den göttlichen Geist ins Herz gegeben. Wie alle kommt dieser göttliche Geist
aber noch in den allerwenigsten Fällen zur Geltung. Er fungiert lediglich als das Gewissen, das aber durch die noch tierischen Begierden sehr bald ignoriert und damit außer Kraft gesetzt wird. Und deshalb zieht sich der Geist Gottes zurück und hat ungefragt keine Möglichkeit, gegen den Willen der Seele aktiv zu werden. Also vielleicht noch einmal, damit das wirklich klar ist. Der Mensch kann nur einmal leben, weil der Leib ja nur einmal leben kann. Der Mensch kann nicht auferstehen mit dem alten Leib. Das ist absolut unmöglich, weil der Leib zerfällt und der ist dann weg. Und wenn die Seele sich trennt vom Leib beim sogenannten Sterbevorgang, dann wird sie eine Zeit im geistigen Reich sein und wenn sie will, das ist immer alles freiwillig, geht sie wieder zurück und nimmt einen neuen Leib, bekommt also einen neuen Leib. Und dann ist diese Seele wieder ein Mensch, aber ein anderer Mensch. Und auch dieser Mensch lebt dann nur einmal, weil auch dieser Leib ja wieder zerfallen wird. Ich hoffe, dass das soweit klar ist. Und in der Bibel steht das übrigens ja auch. In der Bibel steht, der Mensch lebt nur einmal. Aber der Mensch lebt nur einmal, nicht die Seele. So viel mal grundlegend. Nun wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob alle Menschen dieselbe Chance haben, den göttlichen Geist zu erwecken, also zum Kind Gottes zu werden. Das ist die eigentliche Frage von unserem Bruder oben. Und bei dieser Frage muss ich jetzt wegen Kind Gottes einen kleinen Einschub machen. Es gibt für ein Kind Gottes oder Gotteskinder gibt es zwei Definitionen. Es gibt eine geistige Definition und eine himmlische Definition. Die himmlische Definition heißt, dass alle Menschen Gotteskinder sind. Auch die bösen Menschen, alle sind Gottes Kinder, weil Gott hat alle geschaffen und alle sind in der Entwicklung, alle sind im Reifeprozess. Und wie in einer Familie es eben auch ist, es gibt Kinder, die nicht so gut tun und andere, die etwas besser gerochen. Sagen wir es mal so. Und der Vater und die Mutter haben aber beide Kinder genau gleich lieb. Und sie wissen, eines Tages wird auch das Kind, das nicht so gut tut, ja, dann auch eine gute Erziehung gehabt haben und wird sich dann auch gebessert haben. Und die geistige Definition ist die, die Paulus angewendet hat im Römerbrief, wo er sagt, das sind Gottes Kinder, die sich vom Geist Gottes treiben lassen. Und das trifft jetzt nun natürlich nur auf die erweckten Geistchristen zu. Ein Tiermensch, der lässt sich vom Ego leiten, aber nicht vom Geist Gottes. Also ist er bezüglich der geistigen Sichtweise kein Kind Gottes. Und bei dieser Sichtweise wollen wir bleiben für diese Ausführungen. Weil viele suchenden Menschen noch bibeltreu und schriftgebunden sind, das heißt nur das Glauben, was sie lesen können, wollen wir explizit die Kirchenbibel zur Hand nehmen
um zu sehen, dass es nicht allen Menschen möglich ist, ihren Geist zu erwecken. Die Antwort ist damit gegeben, die Begründung, die kommt jetzt. Es sind also nicht alle Menschen prädestiniert, den Geist Gottes, der hier drin ist und allen Menschen gegeben ist, den zu erwecken. Wie gesagt, ich rede von Menschen und nicht von Seelen. Im Prinzip sollte es ja so sein, dass die Wahrheit statt in Buchstaben im Herzen bestätigt wird. Wenn wir jetzt also lesen, in der Bibel, in der Kirchenbibel lesen, dann ist die Wahrheit nicht im toten Buchstaben, den wir lesen. Die Wahrheit liegt bei uns im Herzen. Und der Geist Gottes in uns muss uns den gelesenen Text eröffnen und uns die Wahrheit zeigen, so dass wir die Wahrheit in uns nachvollziehen können. Beachte aber bitte auch hier, ich habe schon gesagt, ich wiederhole es noch einmal, dass es nicht allen Menschen möglich ist, und ich sage nicht, dass es nicht alle Seelen möglich ist, den Geist zu erwecken. Jede Seele wird ihren Geist erwecken, wenn sie einmal so weit gereift ist. Jede Seele wird den Geist einmal erwecken. Behalte nun diese drei Reifegrade, also Tiermensch, Seelenmensch und Geistmensch, im Hinterkopf, wenn wir folgende Bibelstellen nun betrachten. Wie sieht es Paulus? Welche Metapher braucht er, um uns das vor Augen zu führen? In einem großen Haushalt gibt es nicht nur Gefäße aus Gold und Silber, sondern auch aus Holz und Ton. Die einen sind für besondere Anlässe bestimmt, die anderen dienen als Behälter für den Abfall. Wer sich nun von Menschen fernhält, die Abfallbehältern gleichen, wird ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient, das heilig ist, dem Hausherrn nützt und zu jedem guten Werk bereitsteht. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Abfallbehälter, Urinbehälter, WC-Schüsseln dem Hausherrn auch dienen. Sie dienen auch. Sonst wären sie nicht da. Aber wir stellen ja wohl kaum einen Nachthafen in den Geschirrschrank, wo die Teller und das Besteck ist, und die Tassen, die Gläser. Das wird wohl kaum möglich sein. Also diese Trennung von dem einen Gefäßart zu der anderen. Und ich denke schon nur, dieser Vers alleine, es kommen noch viele, schon nur dieser Vers alleine zeigt uns doch ganz klar die Antwort für die Fragen bzw. Argumentation unseres Bruders. Und ein moderneres Bild sehen wir hier. Wir sehen hier Tiermenschen, sechs Tiermenschen gegen ein Kind, weil es in der Corona-Zeit robelt, auf dem Schlitten sitzt und an der gesunden, frischen Luft ist. In einer Corona-Zeit, wo Corona nichts anderes ist als eine leichte Grippe. Und
Das zeigt uns wahrscheinlich auch das Verhältnis der Tiermenschen zu den Geistmenschen. Ein gutes Bild, ein sehr gutes Bild. Jesus selbst unterscheidet die drei wesentlichen Unterschiede in den Reifegraden. Er sagt, viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Das heißt, erstens, die Berufenen, viele sind berufen, dann die Auserwählten, wenige aber auserwählt, und drittens, die weder noch, also quasi das Fußvolk. Ist das nicht ungerecht? Wie sollen denn hier alle Menschen dieselbe Chance haben, dieselbe Aufgabe oder wie man das auch sagen will, wenn schon Jesus ganz klar diesen Unterschied macht? Und eine weitere vermeintliche Ungerechtigkeit in der Bibel kommt, auch nur vermeintliche Ungerechtigkeit, kommt im folgenden Vers zum Ausdruck. Auch hier ist nicht die Rede davon, dass alle Menschen dieselbe Chance der Geisterweckung haben. Wie er uns denn erwählt hat durch denselben, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Also, wie er uns, und hier spricht Paulus von der Gruppe, wo er selber mittendrin ist, wenn er von uns spricht, wie er uns denn erwählt hat durch denselben, ehe der Welt grundgelegt war. Hier also der Unterschied zu denen, die eben nicht vor Grundlegung der Welt erwählt waren. Also auch hier der Unterschied und vermeintliche Ungerechtigkeit. Wenn wir schon bibeltreu sind und nur das akzeptieren, was genau so in der Kirchenbibel steht, warum hinterfragt man denn nicht solche Verse? Wenn ich aber das überbringe, rüberbringe, dann hinterfragt man das und fragt, ob das auf meinem Mist gewachsen ist. Nein, ist es nicht. Es steht in der Bibel. Man muss es nur lesen. Und nicht nur lesen, sondern durchs Herz gehen lassen und hinterfragen. Und dann käme man selber drauf. Oder ein weiteres Beispiel, dass der Theorie der absoluten Chancengleichheit für die Geisterweckung einen herben Schlag versetzt, ist dieses. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Sagt Jesus. Also, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater. Will das nun heißen, dass alle Menschen zu ihm kommen, weil alle Menschen gezogen werden vom Vater? Und wiederum, ich rede von Menschen, ich frage von Menschen, nicht von Seelen. Sicher werden alle Seelen vom Vater gezogen, aber nicht alle Menschen in dieser Inkarnation. Also Tiermenschen werden nicht vom Vater gezogen und werden nicht von Jesus auferweckt am jüngsten Tag. Hier sehen wir, dass eben auch der jüngste Tag eine Fehlinformation ist in den Kirchen. Wann ist der jüngste Tag? Der jüngste Tag ist dann, wenn es keinen noch jüngeren mehr gibt,
Da ist der Superlativ vom jüngsten Tag erfüllt. Das ist der letzte Tag, an dem wir leben. Und genau an diesem Tag, wo wir den Körper abstreifen, wo sich die Seele vom Leib trennt, das ist der jüngste Tag. Und da wird er auferweckt im neuen Leib, nämlich im Seelenleib oder im Geistleib oder im Astralleib oder egal, wie du dem sagen willst. Das ist die Auferweckung. Das ist der jüngste Tag. Der jüngste Tag ist nicht ein Sankt-Nimmerleins-Tag, irgendwann mal in 100.000 Jahren. Oh nein, jeder hat seinen jüngsten Tag. Und da wird er auferweckt. Und dann geht das Leben weiter auf der neuen Erde, die er dann sieht. Und das passiert jedem. Aber nicht jeder wird von Jesus auferweckt. Es gibt dann noch andere geistige Mächte, die ihre Glaubensbrüder, sagen wir mal, die Diebe und so weiter, auferwecken. Sie haben dann aber einen anderen Interessekreis, eine andere Sphäre. Also so viel zum jüngsten Tag. Und das heißt, es gibt also keine Geisterweckung, wenn sie nicht vom Vater initiiert wird. Warum geschieht das nicht bei allen Menschen? Eben, weil sie zu Lebzeiten im Leib den Geist nicht erweckt haben. Da sehen wir doch ganz klar, dass nicht alle Menschen dasselbe Schicksal haben auf der anderen Seite. Und bei einigen Menschen heißt es nämlich genau das Gegenteil. Euer Vater ist nämlich der Teufel. Und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin, der Vater der Lüge. Hier reden wir nun ganz klar von den Tiermenschen. Und ich frage jetzt zurück, kann nun dieser Tiermensch, der da jetzt angesprochen ist, den Geist erwecken? Hat er die Chancengleichheit, wenn sein Vater der Teufel ist und der Vater der Lüge? In der Sünde lebt, Sünde trennt ja von Gott. Kann jetzt der von Gott gerufen, gezogen werden und er seinen Geist erwecken? Nein. Also auch hier sehen wir, wie es bestellt ist um diese Chancengleichheit. Und so wollen wir immer diese drei Entwicklungsstufen, diese drei Reifegrade im Hinterkopf behalten. Wenn ich oben schon von den verschiedenen Gefäßen gesprochen habe, vom Paulus, dann darf auch der folgende Vers nicht fehlen. Ist der Töpfer nicht der Herr über den Ton und kann aus derselben Masse ein Gefäß machen, das auf der Festtafel zu Ehren kommt und ein anderes, was für den Abfall dienen soll, also den Nachthafen. Und was sagst du dazu, dass Gott die Gefäße, die zur Vernichtung in seinem Zorngericht bereitgestellt sind, mit großer Geduld erträgt? Er will zwar, dass sie seinen Zorn und seine Macht zu spüren bekommen, andererseits will er aber auch den Gefäßen, die er in seinem Erbarmen zur Herrlichkeit vorherbestimmt hat, zeigen, wie unerschöpflich reich seine Herrlichkeit ist.
Heißt, vorherbestimmt. Als Mensch, die Inkarnation, der hat, da ist es vorherbestimmt. Aber nicht als Seele, die später eine neue, eine höhere Inkarnation hat. Das ist genauso wie in der Schule. Die Schule hat 9 Klassen, jedenfalls bei uns in der Schweiz, in der Volksschule, die hat 9 Klassen. Und ist jetzt da einer besser, wenn er in der 8. Klasse ist, als derjenige, der erst in der 4. Klasse ist? Ja, überhaupt nicht. Er ist einfach mehr entwickelt, hat ein breiteres Spektrum im Wissen, weil er älter ist, weil er im Reifeprozess fortgeschrittener ist. Aber dass dieser Mensch ein besserer Mensch ist als der Vierklässler, überhaupt nicht, das muss überhaupt nicht sein. Das Gegenteil kann absolut der Fall sein. Dass der lernwillige Viertklässler eben besser ist als der faule Achtklässler. Und das hat nichts, gar nichts mit einer Wertung der Menschen zu tun. Und ich denke, ich werde das in einem zweiten Teil noch einmal hervorheben. Es geht nicht um eine Wertung, sondern es geht einfach jetzt darum, dass wir verstehen, wie diese Reifeprozesse sein können, sind, damit wir die Menschen besser verstehen können und erkennen können, warum sie so und nicht anders handeln oder reagieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir reden hier von 3 Entwicklungsstufen, von 3 Reifegraden. Aber das muss nicht unbedingt sein. Es gibt ein ganz gutes Büchlein, das heißt Die 9 Felsen. Es ist vergriffen, war vergriffen, von einem unbekannten Autor und der Herz Verlag hat dieses Büchlein neu aufgelegt. Und das kann man im Herz Verlag kann man das kaufen. Die 9 Felsen beschreibt genau diese seelisch-geistige Reife in 9 Graden. Und man kann da lesen, wie man auf einen neuen Felsen kommt und dann vielleicht wieder mal zurückfällt und dann diesen Felsen wieder erklettert. Ich habe das Büchlein so oft gelesen, es ist sehr, sehr gut. Der spricht jetzt von 9. Felsen. Wir reden von 3, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht immer einfach darum, die anderen zu erkennen, die anderen zu verstehen und das, dieses Verständnis, diese Erkenntnis, die fördert unsere Liebe zu allen. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man da irgendwie herunterschaut auf die anderen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, genau das Gegenteil ist der Fall. Dass wir denen helfen, aufhelfen. Und das ist die Aufgabe der höheren Sphären in der Ewigkeit, dass sie den unteren Sphären aufhelfen. Das wird einmal die Arbeit sein für alle, die hinübergehen. Und das sind die Engel, die uns beigegeben werden. Also es ist alles im Reifeprozess begriffen. Ja, fahren wir weiter mit der Betrachtung. Und wir haben bis jetzt also wirklich gesehen, dass es eine Chancengleichheit für die Menschen nicht gibt und nicht geben kann. Und der Gipfel der Betrachtung dieser Chancenungleichheit, das wird wahrscheinlich der folgende Vers sein. Alle Bewohner der Erde
alle, außer denen, deren Namen seit Erschaffung der Welt im Lebensbuch stehen, werden über die Rückkehr des Tieres staunen, das schon einmal da war. Also auch hier wieder. Alle Bewohner der Erde werden staunen, außer, aber die nicht, deren Namen seit der Schaffung der Welt im Lebensbuch steht. Also, wo haben wir da die Chancengleichheit? Ich denke, das ist ein Wahnsinn. Ja, könnte man fast sagen. Die Kirchenbibel spricht derart Klartext. Und trotzdem fällt das kaum jemandem auf. Warum wohl? Kommt es daher, dass man eben nur die Verheißungen liest? Ja, ich denke schon, dass es das ist. Ja, es gäbe also noch viel mehr Beweisstellen, dass nicht alle Menschen ihren Geist erwecken können in der jetzigen Inkarnation. Noch einmal, damit wir das ja nicht vergessen. Nicht alle Seelen. Alle Seelen werden dereinst den Geist erwecken in sich, wenn sie dazu reif sind. Irgendwann in einer nächsten Inkarnation. Und wenn wir glauben, wenn wir uns das bewusst werden, dass es eine nächste Inkarnation gibt für diejenigen, die den Geist eben noch nicht erweckt haben, dann bekommt das alles einen Sinn. Dann können wir das Bild, das uns das Neue Testament gibt, auch abrunden. Und dann verstehen wir so viel mehr. Aber wenn wir natürlich glauben, dass diese Reinkarnation vom Teufel ist, dann kommen wir nicht weiter. Dann kommen wir nicht weiter. Dann bleiben wir stehen. Und das Bewusstsein bleibt eng und wir können keinen breiteren Horizont ausmachen, wo wir eben so vieles mehr erkennen können. Wir behindern dann den Geist Gottes in uns und hier haben wir dann ein Problem. Und deshalb wollen wir uns öffnen und ich habe am Anfang schon gesagt, die alten Dogmen mal beiseite schieben, das Alte, das wir gelernt haben, hinterfragen, ob das wirklich so ist, und plötzlich gehen uns die Lichter auf. So viel mal jetzt zur Einführung in diese Reihe. Und das nächste Mal im Teil 2 befassen wir uns dann spezifisch mit den Tiermenschen, also mit der ersten Entwicklungsstufe, was das für Menschen sind, wie sie denken und warum sie so und nicht anders handeln. Und im dritten Teil sehen wir uns dann die Eigenarten und die Charakteristik der Seelenmenschen an. Wir sehen auch, dass wir da dann schon ein bisschen unterteilen können in Seelenmenschen und Seelenchristen. Also diejenigen, die schon einen Schritt weitergemacht haben. Und im vierten Teil, dann geht es um die Geistmenschen. Also, damit schließe ich den ersten Teil. Bis zum nächsten Mal.